Meeres. Ich sitze im Schatten der steinernen Brustwehr, um der Sonne zu entkommen. Der Turm ist der breiteste der Festung und fast eine Festung für sich. Dennoch haben hier 80 Mann deutliche Probleme, alle einen Platz zu finden. Aus ineinander verhakten Hellebarden und unseren Hemden haben wir uns ein behelfsmäßiges Sonnendach gebaut. Ich sitze zu meinem Unbehagen noch fast vollständig in der Sonne, aber bald wird sie sinken und dann wächst der Schatten der Brustwehr. Ah, ist das schön, dass ich die Stadt sehen kann. Der Tag ist fast vorüber. Ich habe in der Sonne und irgendwann auch endlich im Schatten gelegen, warmes Wasser getrunken und geschwitzt. Unsere Wasservorräte reichen noch für einen Tag und auch das nur knapp. Zum Schreiben war ich zu erschlagen. Ich lehne am rauen Gestein und versuche mir einzubilden, es sei kühl. Ab und zu öffne ich die Augen, drehe mich ächzend um und blicke durch eine der Schießscharten in der Brüstung. Hinter dem Dreibrückenviertel geht langsam die Sonne unter. Es ist ein wunderbarer Sonnenuntergang. Bin ich froh, dass die Nacht vorüber ist. Ich bin immer wieder wach geworden und hatte ständig Albträume. Zum Schreiben war es zu dunkel und reden wollte ich auch mit niemandem. Ab und an habe ich mich aufgesetzt und zur Stadt hinübergesehen. Die Hände waren gut besucht, nehme ich zumindest an. Bunte Beleuchtung wie immer. Die Hände, so nennt man den Turm der Madame Rubiner. Er ist sozusagen das gesellschaftlich anerkannte Pendant zum Nabel der Welt. Nach dem Theater, Opern oder Konzertbesuch am Abend trifft sich dort insbesondere die jüngere Generation unserer städtischen Eliten und schlägt sich die Nacht um die Ohren. Es gilt übrigens als stillos, davor noch schnell in der Kutsche nach Hause zu brettern, um sich umzuziehen, neuen Schmuck anzulegen und so weiter. Keine Ahnung wieso. Aber ich kann mir denken, das soll den Bällen da oben etwas Verruchtes geben. Verrucht ist ein Wort, das man in den gehobenen Kreisen verwendet, zumeist angewandt auf eine Strähne, die sich aus der perfekten Frisur gelöst hat oder leicht in Unordnung geratene Garderobe. Ich weiß nicht, als was einer von den feinen Herrschaften eine Kaschemme bezeichnen würde, in der man einer Frau dabei zusehen kann, wie sie es von einem Pferd besorgt kriegt. Aber es interessiert mich auch nicht. Ich habe gar nicht erzählt, warum man den Turm die Hände nennt. Nach oben hin verändert der Turm nämlich seine Form und ist nicht länger rund, sondern sieht in der Aufsicht wohl eher aus wie eine Acht. Aus dem Turm werden sozusagen zwei. Aus den beiden Teiltürmen wachsen riesige steinerne Handgelenke und schließlich Hände hervor, die angeblich eine handwerkliche Meisterleistung darstellen. Begrenzt von den Fingerkuppen der 10 weit gespreizten Finger ruht eine Art Terrasse in Form einer flachen Schale in schwindelerregender Höhe auf den Handinnenflächen. Eines Nachts habe ich auf dem Dach eines der Häuser am Ufer des Lirlensees, in dessen Mitte der Turm steht, gelegen, die Arme hinterm Kopf verschränkt und Wut im Bauch. Ich hatte mir auch wirklich einen tollen Platz ausgesucht, um mich abzulenken. War wohl das Unterbewusstsein, das mich dorthin gelenkt hatte. Die Sache mit Safiara war seit einem halben Jahr vorüber. Und ich hatte... Ich musste mich erstmal wieder sammeln. Jetzt hätte ich fast doch angefangen zu heulen. Und das in dieser Gesellschaft. Die hätten mich auf der Stelle vom Turm geworfen. Die Wahrheit ist nämlich, dass mein Ausbruch ihr gegenüber nicht unser letztes Gespräch war. Es ist nicht so, dass ich zu stolz war, mich zu entschuldigen, wenigstens nicht ewig.
Etwas über ein Vierteljahr nach meiner Dummheit habe ich sie aufgesucht, nur um sie in den Armen Aruando Asuns wiederzufinden. Ja, gestern habe ich noch geschrieben, sie wäre vor mir mit ihm zusammen gewesen. Ich ergänze, auch nach mir. Ob sie es noch ist, weiß ich nicht. Vielleicht war sie gestern Nacht sogar auf den Hemden. Einer der Gedanken, die mir den Schlaf geraubt haben. Meine guten Absichten waren jedenfalls dahin. Ich nutzte die Gelegenheit für ein paar weitere Beleidigungen und musste schließlich vor der Wache fliehen, die dieser verdammte Hundesohn sofort herbeigebrüllt hatte. In besagter Nacht, auf besagtem Dach und besagtem See, tauchte plötzlich ein kleines Mädchen neben mir auf. Es trug ein weißes Nachthemd und wohnte offensichtlich in dem Haus, zu dem das Dach gehörte. Ich richtete mich auf und war schon drauf und dran, mich aus dem Staub zu machen, als es den Zeigefinger an die Lippen legte und pst machte. »Ich bin Yueni und meine Eltern denken, ich schlafe«, stellte sie sich vor. Ich war ziemlich verblüfft, muss ich sagen, und ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Höflich, wie ich nun mal bin, stellte ich mich ebenfalls vor und Yueni nahm neben mir Platz. Flüsternd unterhielten wir uns über die Bücher, die sie mochte, über ihren Stoffbären, der beim Schneider, Zitat, Stoffbärenarzt war, über ihren Vater, der offensichtlich für die Wache arbeitete, da sie sich darüber ausließ, dass sie an diesem Tag seine Rüstung hatte polieren müssen, über ihre Mutter, die sie zum Geigespielen nötigte, was sie nicht mochte, und über ihren kleinen Bruder, der ihr auf die Nerven ging. Irgendwann fragte sie mich dann auch, was ich auf dem Dach ihres Hauses machte, und ich erzählte ihr, dass ich mir die Hände ansehen und mich fragen würde, was dort oben gerade vor sich ging, ob die Leute tanzten, beisammensaßen und lachten oder Magiern und Gauklern zusahen. Yueni hörte mir aufmerksam zu. In dieser Nacht waren es die gleichen Gedanken wie heute, die mir durch den Kopf gingen. War sie dort oben mit diesem hochnäsigen Arschloch? Stieg sie in seine Kutsche, wenn sie den Turm verließ? Die Vorstellung, dass er sie auch letzte Nacht... Oh, ich möchte mit der Faust so lange auf seine höhnisch grinsende Visage einschlagen, bis nur noch blutiger Matsch übrig ist. Ach, das hat ja jetzt alles keinen Sinn. Ich wollte doch schreiben, um mich abzulenken, nicht um mich in etwas hineinzusteigern. Wie auch immer, weiter im Text. Yueni sagte in dieser Nacht etwas, das wirklich imstande war, mich aufzuheitern. Sie erzählte mir von einem Traum, den sie gehabt hatte. In diesem Traum seien die Arme des Turms plötzlich zum Leben erwacht und hätten die Scheibe samt der auf ihr versammelten Gesellschaft durch die Luft geschleudert, so wie die Kinder es mit diesen Flugscheiben tun, die man sich im Wechsel gegenseitig zuwirft. Jedenfalls sei die Scheibe in ihrem Traum durch die Nacht gesegelt und schließlich in den Palast gekracht, der daraufhin anfing zu brennen. Sie erzählte auch, dass ihre Eltern ihr verboten hätten, jemandem von diesem Traum zu erzählen. Das sei gefährlich. Nicht zuletzt die niedliche Art und Weise, wie sie das alles erzählte, sorgte dafür, dass ich mich vor Lachen krümmte. Stumm natürlich, um niemanden zu wecken. Naja. Seit diesem Abend schaue ich immer mal wieder bei der Kleinen vorbei. Sie freut sich immer wie verrückt, wenn sie aus dem Dachfenster schaut und mich sieht. Ich bin ihr großes Geheimnis und das macht ihr einen Mordspaß.